Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir haben beim letzten Mal, ich weiß es gar nicht, ich glaube wir haben beim letzten Mal den Run geschafft mit Eve. Und dieses Mal versuche ich es mal mit Blue Baby. Es wird extrem schwer und wie immer mein Headset ein bisschen zu laut eingestellt, aber naja gut. Wir versuchen es mit Blue Baby und spawnen in Basement 1 mit einem offenen Item Room direkt neben uns. Mit Teleport, ist besser als Poop, also der Kacke. Aber leider auch nicht so ein ganz gutes Item, denn das teleportiert uns nur alle, ich glaube, alle zwei Räume. Und da will ich nicht unbedingt das Risiko eingehen, dass ich dann ein paar Räume verpasse, wenn ich dann aus Versehen in den einen Error Room komme. Aber naja, gut, wir spielen einfach mal und sehen, was uns der Run dieses Mal bringt. Kommt. Das Problem ist halt, dass Blue Baby Standard-Stats hat. Ich glaube, dieselben wie Isaac, nur halt hat kein D6. Und okay, das ist einfach nur Taunt hier gerade. Dämlicher Raum. Spawnt ein Key da mittendrin. Ich brauche eine Bombe, ganz dringend. Ganz viele Bomben, wenn es geht. Aber ja, was erhoffen wir uns mit Blue Baby? Blue Baby offensichtlich ist ein sehr schwerer Charakter. Zumindest, wenn man weit kommen will mit dem. Hat aber ein paar gute Seiten. Nämlich, dass man auf Soul Hearts, naja gut, ausgelegt ist. Und deswegen so Items wie Horror of Babylon oder sowas oder Soul Heart regenerierende Items extrem gut sind. Aber eben auch den Nachteil, dass man eben auf Soul Hearts angewiesen ist. Doof. Das ist insofern ein Nachteil, könnt ihr euch sicher denken, dass, naja, die Herzen, die wir verlieren, sind für immer verloren. Wie ich das schon oft erklärt habe. Aber, upsala, Luft in der Luftröhre, sollte ich immer haben, wenn ich Let's Playe, ansonsten sterbe ich. Aber naja, gut, wir sehen einfach mal, was der Run uns bringt und, wenn möglich, würde ich hier gerne nicht so viele Schaden bekommen, sonst kacke ich hier ab wie blöd. Ja, das hat sich gerade super ergeben, dass ich direkt, nachdem ich gesagt habe, ich will keinen Schaden bekommen, Schaden bekomme. Was, sollte ich jetzt tun? Naja, so stark wie möglich Duke of Lies angreifen, anstatt die, tut mir leid, anstatt die Fliegen versuchen zu töten. Und, ganz offensichtlich tue ich mich hier gerade ganz schön schwer. Na komm, Duke of Lies, mach's nicht noch schwerer. Wir wissen beide ganz genau. Oh, ja, natürlich spawnt das Game für mich ganz viele rote Herzen, mit denen ich nicht weniger anzufangen weiß, wissen könne. Range Upgrade ist schlecht, sehr schlecht, vor allem in unserer Situation gerade. Wir haben keine Bomben, ich versuche einfach mal zu porten in den Shop. Okay, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um eventuelle Bomben zu kaufen, aber leider haben wir keine Bomben, mit denen wir in den Secret Room kommen, um da Geld abzustauben. Das heißt, wohl oder übel muss ich mich leider damit zufrieden geben, den Floor zu verlassen und oh mein Gott, hier hätte ich eine Bombe hinsetzen können, hätte ich alles erkriegt. Oh mein Gott. Okay. Wir lassen uns davon nicht beirren. Und auch nicht von dem komischen Grinsen oder Anti-Grinsen von Blue Baby. Und wir bewegen uns in den nächsten Floor. Ich hoffe, da bekommen wir ein paar Keys. Wenn ich jetzt ein Item Room, ein Item Room verpasse, dann, danke. Zumindest haben wir den Schlüssel für den Item Room, der hoffentlich ganz nah beieinander bei mir ist. Na komm, danke. Zumindest muss ich hier nicht gerade mit Eves Damage hier mich rumplagen. Das heißt also, ich töte die Leute wenigstens in zwei Hits anstatt drei. Oder in diesem Fall hier vier. Boom. Und natürlich bekommen wir nichts. Ich porte mich mal. Okay, das war komisch. Ich habe mich gerade geportet und nicht geportet gleichzeitig. Okay, egal. Das wird wahrscheinlich ein Bug sein. Wir gehen mal hier lang und hoffentlich finden wir den Item so schnell wie möglich. Na komm, bitte, bitte. Okay, danke für die Bombe. Wenigstens bekommen wir da eine. Das ist ein risikofreudiger Raum. Ich sollte so schnell wie möglich... Oh nein, nicht die Spinne, bitte. Sterb. Stirb. Sorry. My bad. Okay. Spirit Heart, das ist gut. Was bekommen wir? Yam Heart. Oh mein Gott, das Game will uns psychisch angreifen. Also nicht körperlich, sondern wirklich psychisch will es uns in den Ruin treiben. Aber das lassen wir nicht zu. Ist mir egal. Yamhat ist zwar nutzlos, aber wir bekommen noch Items. Guckt mal hier. Eine Bombe, die ich dafür benutzen kann, um hier beides aufzusprengen. Natürlich funktioniert das nicht, zwei Sachen auf einmal in die Luft zu sprengen. Deswegen lasse ich das einfach mal. Tut mir leid, dann lebst du eben. Ist mir egal. So, was passiert, wenn wir jetzt... Oh, okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so an. Ich wollte da sowieso hin, also von daher. So, die ersten zwei Item Rooms waren total nutzlos. Das heißt, wir erhoffen uns für den Boss erstens und
für die zukünftigen Floors und die Item Rooms gute Items. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich fluche nicht, ich trinke nicht, ich rauche nicht. Scheiße, jetzt ist mir die Kippe ins Bier gefallen. Haha, Witz des Tages. Den hat meine Mutter schon erzählt, als sie 17 war. Und tippt, meine Mutter ist jetzt schon ein bisschen älter als 17. Okay, okay, das hat jetzt einen fiesen Nachgeschmack. Warum hast du dich nicht selber verletzt, Pin? Komm schon. Wir beide wollen es doch. Oder? Also bück dich! Du bist hoffentlich gleich tot. Na komm, noch ein Hit. Naja, zwei. Okay, Speed Upgrade nehme ich gerne an. Das beschleunigt die Sachen ungemein. Und jetzt noch ein Deal with the Devil, den ich nicht weniger benutzen könnte. Wenn ich jetzt Nail bekomme, bin ich dann tot? Nein, ich kann es gar nicht erst aufheben. Leider, leider, leider. Leider müssen wir in den nächsten Floor. Ich habe keine gute französische Akzente. Oh mein Gott, wenn die mich berühren, dann kriege ich einen Herzschaden. Selbst wenn die Nicht-Champions mich angreifen. Und die wollen mich flankieren, okay. Ich muss in Bewegung bleiben. Zum Glück haben wir den Belt, den Gürtel, der uns ein wenig Vorteil verschafft. Kann schon. Ja, so, jetzt sind alle down, außer der Champion. Champignon. Ja, Caves ist wenigstens gut, weil wir nicht mit Catacombs, uns rumschlagen müssen. Und wenn ich hier zu viel Damage bekomme, dann gehe ich ganz schnell, ganz schnell in einen anderen Raum. Aber hier ist der Item Room, also will ich das ausnutzen, dass ich hier direkt in einem Item Room bin. Das war knapp. Okay, ihr, bitte macht mir keine Probleme. Ich glaube, die haben das, das habe ich mal gemerkt irgendwie, die haben das irgendwie einprogrammiert. Sobald man zwei Turrets hintereinander hat, dann feuert immer der zuerst, der weiter weg ist irgendwie. Na komm, heute noch. Thank you. Thank you. Na komm. Danke. So, wir bekommen... Oh, One-Up. Nicht One-Up, sondern Magic Mushroom gibt uns All Stats ab. Das heißt, wir sind noch schneller. Haben Angriff plus, haben Leben plus, was natürlich jetzt nur ein Spirit Heart bedeutet. Aber nichtsdestotrotz, wow. Das Wort habe ich noch nie in meinem ganzen Leben benutzt. Alter. Okay, was? Oh mein Gott, das war knapp. Ich sollte... Also das hat jetzt ultra viel genutzt. Und die Geduld hat sich ausgezahlt. Und gehen wir mal hier rein, gucken, was hier drin ist. Nur eine Chest. Obwohl, warte mal ganz kurz. Nehme ich doch gern an. Und tschüss. Und jetzt mache ich noch das hier. Sagen wir bis 8 Cent, weil ich will die noch behalten für den Job. Eventuell. Na komm schon. Na gut, dann. Adieu. Oh, goldener Schlüssel. Das ist noch besser. Wir haben unser Geld zurückbekommen. Na komm. Oh, drei Hits. Das ist doch geil. Das Herz ist mir egal. Mit so Methoden kriegst du mich nicht. So, jetzt haben wir einen goldenen Schlüssel, mit dem wir in den Shop gehen. Und mal gucken, ob wir ein Item finden, das im Angebot ist. Das wäre nämlich ein prima Zufall. Wer weiß, vielleicht ist die Troll-Engine gerade mal gut zu mir. Na komm. Die. Und ich erinnere mich gerade, ich habe testerweise... Ihr wisst schon. Die Graphics auf High gestellt und ich merke gerade, es macht ein bisschen Slowdown, von daher schalte ich das mal raus. Das wird sich, glaube ich, durch den gesamten Run ziehen, das mit dem französischen Akzent. Oh ja, habe ich doch gewusst. Geiler Zufall. Okay, wir nehmen uns die Leiter und dazu können wir nicht mehr kaufen. Ich porte mich mal. Oh, okay. Whatevs. Dann gehen wir jetzt einfach mal zum Boss und, guck mal, wie schnell wir den down kriegen. Wir haben immer noch drei Spirit Hearts, als ob sich gar nichts verändert hätte. Hallo, Pestilence. Ich wünschte, du könntest dich selber bombardieren. Unsere Range ist sowas von über allen Wolken. Aua. Unser Damage ebenfalls. Aber naja, gut. Na komm. Ich habe das Gefühl, wir machen ultra viel Damage. Dabei haben wir nur ein einziges Damage Upgrade bekommen. Und zwar in Form von Magic Mushroom. Und ich habe aber das Gefühl irgendwie, dass wir ultra viel Damage machen, weil unsere Bullets irgendwie die Größe von unserem Kopf haben fast. Naja gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Na komm. Na also. So, wir kriegen Cube of Meat und sonst nichts. Und wir geben uns jetzt in Catacombs. Wetten? Nein, doch nicht. Caves. Anscheinend will das Spiel doch, dass wir es ein wenig einfacher haben. Oh mein Gott! Lass mich hier... Oh mein Gott, das war knapp. Das hätte ins Auge gehen können. Wie blöd. Vor allem, weil ich nur ein Damage bekommen habe, anstatt zwei. Zumindest hätte ich mir denken können, dass ich da nur noch mit einem halben Herz rauskomme, aber
Weit gefehlt. Ich bin sogar relativ unbehagt da rausgekommen. Okay. Das ist übrigens das Geräusch, das ich mache, wenn ich getroffen werde. So ungefähr. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Lass mich hier nicht down gehen. Down, down, down. Okay. Du hast viel zu lange gelebt. Genau. Und du lebst zwar nicht so lange, aber trotzdem bist du tot. Hält mich nicht auf. Red Patch. Das erhöht unseren Angriff, sobald wir Schaden bekommen. Und das können wir uns zwar nicht leisten, aber... Wow! Okay. Okay, 11 Minuten, dann machen wir nochmal. Okay, und Basement XL, das heißt, wir brauchen Schlüssel. Ah, ja, schön. Ich mag den Run jetzt schon. Oder, ja. Ja, tut mir leid, also das ging jetzt relativ schnell. Und ich kann mir auch vorstellen, dass mit Blue Baby ein wenig schwerer ist. Wenn ich jetzt aber nochmal sterbe, dann beende ich das hier. Und komm schon, Schlüssel. Genau das Gegenteil. Fuck off. Und jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. Ich meine noch eine Bombe. Okay. Hoffentlich bekommen wir eine Bombe in der Chest. Tinted Rocks. Tick. Okay, den nehme ich einfach mal. Ja, der Tick zieht dem Boss, jedem Boss, den wir begegnen, ein wenig HP ab und gibt die uns dazu. Ich weiß nicht, wie das läuft mit Blue Baby. Ich glaube, das funktioniert da nicht. Also praktisch, dass er dem Boss nur ein wenig AP abzieht und uns da nicht gibt, weil sonst müsste er ja unser Solar Hearts adden. Geht ja nicht. So, du. Du, anscheinend bewachst du den Raum zum Item Room. Den benutze ich mal glatt. Das ist Sister Maggie zum Glück. Ich habe gedacht, das wäre Lil Chad. Das ist aber Sister Maggie, die mit uns schießt. Das ist gut. Hoffentlich bekommen wir noch einen Schlüssel. Ich bin nämlich ungern... Wow. Wow. Böse Flüche. Böse, böse Flüche. Okay, den Secret Room eventuell könnten wir finden. Und wenn der jetzt hier unten ist, dann hätte ich mir das alles ersparen können. Oh, bitte. Irgendwie hoffe ich nicht, dass er der Secret Room ist. Okay, er ist nicht. Okay. Dann ist er nochmal gut oder schlecht oder was auch immer. Auf jeden Fall, hoch geht's und hoffentlich bekommen wir noch einen Schlüssel. Hopper. Jetzt habe ich schon drei Bedeutungen für das Wort Hopper. Einmal die Gegner hier, einmal das Item aus Minecraft und einmal die lieben Gesellen von Berlin. Hey, wow, das ist extrem viel Shit, der hier gerade abläuft. Champion, bitte gib mir einen Schlüssel oder Drop, gib mir einen Schlüssel. Je nachdem, wie es dir besser gesinnt ist. Danke. Alleschen Item Room. So. Remote Detonator. Nehme ich gerne an, gibt uns 5 Bomben und außerdem die Fähigkeit, Bomben, anstatt sie per Timer laufen zu lassen, per Knopfdruck zu aktivieren. Dankeschön. Ihr seid stationär und deshalb sehr einfach zu besiegen. Wenn ich jetzt Schaden bekomme, dann hat sich das alles super gelohnt. Dann würde ich den Dragon Run direkt abbrechen. Abbrechen. Ja, komm. Komm, sag mal. Hackt du da was? So, du bist stationär. Das Wort habe ich übrigens heute Morgen im Dune gefunden. Hey, danke für den Schlüssel. Basement XL ist ganz schön groß. Ja, von mir aus. Okay, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Naja, gut. Oh my god. So, wir besiegen den Boss erstmal. Wir können ja dann immer noch rausgehen und den Rest des Floors erkunden. Apropos erkunden, ratet mal, was ich gestern erkundet habe. Richtig, die Vagina eurer Mutter. Ihr wisst schon. Typische Beleidigung. Ja, okay. Boss, bitte, lass mich rein. Danke. So, du bist tot und wir bekommen einen Nickel. Schade, dass wir nicht mehr wow, okay. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 2 Stück sind mir ein bisschen zu viel. Ja, wir können jetzt... Oh Gott, der ist schon tot, okay. Wir können jetzt noch den Rest des Floors erkunden. Oder den zweiten Boss besiegen, weil das ja 2 sind. Danke. Und Cat and Nine Tails. Könnte nicht nutzloser sein. Okay, nächster Boss. Gemini. Der ist einfach. Ich muss einfach nur ballern und laufen. Ihr wisst schon. Piu, piu, piu. Schade, dass ich meinen Magic Mushroom nicht mehr habe.
So, der geht gleich down. So, und jetzt noch du. Oh mein Gott, was war das denn? Der Pushback gerade. So, du bist tot. Jetzt. Und wir bekommen Jesus Juice. Erhöht unseren Damage ein bisschen. Oder... ja, um eine Stufe. Okay. Gehen wir mal zurück und sammeln mal den Rest der Räume ein hier. In unseren Rucksack. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur gerade noch die Situation retten und dann ist das alles so aus dem Fugen geraten. Warum versteckst du dich, ja? Du kannst doch sowieso nicht entkommen dem roten Rächer. Das Rad ein bisschen ironisch, weil ich blau bin. Und Blut auf meinem Kopf habe, der rot ist. Und das Blut, das rot ist. Lern deine Artikel. Okay, wir gehen jetzt hier hoch und erkunden mal den letzten Raum. Und ich hoffe, den Secret Room kann ich irgendwo finden. Dann kann ich nämlich doch in den Shop rein. Und muss keinen andauernden Damage nehmen. Wie zum Beispiel gerade eben. Falls ihr nicht zuschaut. Das war übrigens knapp gerade. Und übrigens, der Grund... oh, danke für den Schlüssel. Der Grund für dafür, dass ich Blue Baby genommen habe, ist einfach... ihr wisst ja schon, ich will ja mit jedem Charakter die Cathedral machen. Den Kompass können wir uns leider nicht leisten. Was können wir uns denn hier dran leisten? Gar nichts. Ich kann den Secret Room finden und eventuell damit das finanzieren. Oh. Okay. Daran war ich jetzt nicht gewöhnt. Aber okay. Vermutlich ist er hier. Oh, komm schon. Wo ist dieser dämliche... ich suche den jetzt. Aus Prinzip suche ich den jetzt. Überall. Ich habe genug Bomben dafür, also. Dankeschön. Oh mein Gott, Transcendence. Oh, ich kann fliegen. Ich kann fliegen, das ist ein unheimlicher Vorteil. Nehme ich gerne an. Okay, wir spielen weiter und haben jetzt einen ordentlichen Vorteil. Ich hoffe... ja, gut, whatever. Ich kann jetzt sowieso kein Geld mehr abstauben, also von daher kann ich es auch gleich lassen. Und wir gehen in den nächsten Floor. Hoffentlich mit relativ guten Chancen. Wobei ich das hier bezweifeln könnte. Aber ich mach's nicht, weil ich ein lieber Kerl bin. Okay. Du machst es ungemein einfach. Allerdings nicht, wenn wir keinen Schlüssel haben. Und euch kann ich nicht abballern, obwohl ich fliegen kann, verdammt. Einfach ballern. Schieß einfach. Die Spinne wird sowieso sterben und ihr könnt mich wahrscheinlich nicht treffen, solange ihr... na komm, back dich dann bitte nicht durch. Komm schon. Tu uns beiden einen Gefallen und back dich da nicht durch. Oh mein Gott. Einfach stehen bleiben und den Typen angreifen. Ich habe eine gute Chance hier, weil die Typen nicht über Steine hüpfen und schießen können. Und ich kann über alles fliegen, was ich will. Krieg natürlich keinen Drop dafür, ist ja klar. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich hätte jetzt noch Luigi Board. Also irgendwas, was mir... ah, oh, kann ich nicht nehmen. Stimmt ja, ich kann den Tick nicht mehr ablegen. Irgendwas, was mir durchsichtige Tears gibt, also Spectral Tears. Spektrale Tears oder spektrale Tränen. Sag das zehnmal hintereinander. Okay. Ich will jetzt einen Schlüssel haben. Unsere Quest ist, krieg einen Schlüssel für den Item Room. Wir sind aber leider in Catacombs, das heißt, es macht es ungemein schwerer. Danke für den Schlüssel. Anscheinend hat doch die Troll Engine ein bisschen Erbarmen. Okay, es ist der Maggie. Was sagst du, was in dem Item Room ist? Was? Keine Ahnung. PhD! Gibt uns Pillenerkennung und bessere Pillen und heilt uns eigentlich, aber da wir Blue Baby sind, hat das keinen Nutzen. Und die Chest können wir natürlich ohne Bombe sofort erreichen. Danke. Und die Bomben nehme ich auch gerne an. Und ich würde jetzt gerne, doch ein bisschen gerne, eventuell ein Solat bekommen. Oh, Cancer. Okay, Solat. Die Leiter, die brauche ich nicht. Also von daher, Solat, komm zu mir. Komm in mich, wenn du leben willst. Wer weiß, wo das hier draußen ist. Aus welcher Serie das hier ist, der... na gut, ich glaube auch, dass jemand... ich glaube, soweit ich weiß, hat jemand mal unter meinem Binding of Isaac Video gepostet. Sing mal was aus Drawn Together. Dann denke ich mir, was? Wie aus Drawn Together singen? Also ich kenne die Serie, ich mag die Serie, ich liebe die Serie, aber... aus Drawn Together singen, okay. Okay, das Spiel will mich jetzt ein bisschen ärgern. Lässt ungefähr zweimal pro Raum... oh mein Gott, was war das denn? Ich habe die Fliegen gerade durch die Gegend gepusht, das gibt's gar nicht. Aber ja, ich liebe die Serie, aber was soll ich denn daraus singen? Vor allem kann ich nicht singen, hä? Überlegt mal. Okay, wir gehen jetzt hier runter und weil wir 5 Bomben haben, suchen wir doch mal den Secret Room. Daran muss ich mich immer gewöhnen. Okay, die hier ist er nicht. Achtung, Hals!
So. Und natürlich ist er hier auch nicht. Okay, wo kann er denn noch sein? Wisst ihr was, ich suche nicht mehr danach. Ich meine, jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, wo er denn sein könnte. Also garantiert. Und deswegen bewegen wir uns einfach zu dem Bosse. Übrigens, meine französischer Mann-Impression klingt fast genauso wie meine japanischer Mann-Impression. Samurai! Akarimasu! Okay, das war jetzt wirklich, wahrscheinlich schon in diesem Video ungefähr 3 bis 4 Nationen beleidigt. Also, da das hier weltweit übertragen wird, in Anführungsstrichen, würde ich das nicht gerne riskieren, noch, Mordandrohungen zu bekommen. Obwohl, die bitte an letsplayaccess@live.de. Link in der Beschreibung. Pestilence, kannst du, langsam mal sterben gehen. Du brauchst mir gar nicht so zu kommen. Okay, Cube of Meat und ein Spirit Heart. Das hat sich doch ein bisschen gelohnt. Zumindest ein bisschen. So. Weiter geht's. Rechts ist immer die Mitte. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Oh mein Gott, das wird ein bisschen trickreich werden. Ohne getroffen zu werden hier. Wow, okay. Never mind, das hat sich schon erledigt. Das hat sich schon irre erledigt. Und diese Typen nehmen auch gefühlte 8 Hits. Danke. Dich kann ich auch nicht nehmen. Okay. Kannst du was bitte? Ja, danke schön. Oh, 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 nimm seine Bomben. Ja, genau. Okay, das macht's ungemein einfach. Hey, Rath, guck mal. Boom. Und guck mal. Hey, Rath, boom. Hey, Rath. Komm schon. Hey, Rath. Guck mal hier. Boom. Hey, Rath. Boom. Oh, das macht's ungemein einfach. Ich liebe Remote Detonator. Boom, das war jetzt ein Fehler. Und das war jetzt auch ein Fehler. Sollte vielleicht ein bisschen schießen. Ich übernehme mich wieder. Ja, komm. Na komm. Rath, wir wissen beide, wie es ausgeht. Ich hätte auch so machen können. Ich hätte einfach seine Bombe auf den Boden lassen können, weil dann kann er nicht mehr angreifen. Weil er dann nicht mehr angreifen kann. Meine Güte. Was ist heute mit meinem Deutsch los? Aber ja, dann bin ich rausgekommen aus dem Raum mit ungefähr 1 Schaden anstatt 0, obwohl der Kampf sau einfach war. Ich weiß nicht, was los ist. Liegt vielleicht daran, dass ich pinkeln muss, aber das könnte auch an meinem fehlenden Skill liegen. Aber hey, wozu habt ihr mich abonniert? Garantiert nicht für den Skill, hä? Oh, das da bemühe ich mich, keinen einzigen Damage zu bekommen. Sollte ich eigentlich nicht, ich kann fliegen. Und Sister Maggie schießt mit mir, also. Sister Maggie schießt mit mir. Ich sehe gerade aus wie so ein, toter Chirurg. Abgekratzt während der Schönheits-OP. Oh mein Gott, die schießen ja diagonal, habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott, ein Zentner. Nehme ich doch gerne an. Eine französische Mann kann immer Geld gebrauchen. Okay, ich weiß nicht. Ich lasse einfach. Hier würde ich gerne über diesem Abgrund bleiben und das für immer. Für immer dein, mein Herz. Wag's erst gar nicht. Okay, wir haben hier einen Boss-Trap. Boss-Challenge-Raum. Und da können wir rein, weil wir weniger als 3 normale Herzen haben. Und Speed-Upgrade lohnt sich doch glatt. Vor allem, wenn ich das hier machen kann. Hey, Monstro. Du gehst down. Down, down, down. Into the bottom of the sea. Okay, Larry Jr. Oh mein Gott, da ist ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber zum Glück wurde ich nicht gehittet, aber jetzt wurde ich gehittet. Und prompt, wo ich sage, ich wurde nicht gehittet, werde ich gehittet. Klingt wie ein zweitklassiger Rap. Okay. Larry Jr. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Hast du eine Uhr dabei? Es ist nämlich Zeit zu gehen. Haha. Okay, wo ist der Item Room? Oh, Shop, soll ich auch mal gehen? Yep. Coin Purse ist vor allem gut, weil wir PhD haben. Von daher werden wir das glatt ausnutzen. So, bitte rote Pille sei was Gutes. Bomser Key, okay. Nein, bitte nicht. Okay, 2 Pillen, die Range Up. Ich laufe jetzt einfach mal und warte, bis das Ding hier sich erkannt hat. Sich selber. Wieder Luft in der Speiseröhre. Bolt of Steel. Okay, jetzt unser Ziel ist das, so viele Pillen wie möglich davon zu kriegen. Der gibt uns ein Soul Heart. Yay. Was bist du denn? Ich werde es gleich rausfinden. Speed Up. Nehme ich doch gerne an. So.
Jetzt sind wir ultra schnell und fliegen. Sollte uns eigentlich praktisch fast 100%igen Schutz geben. So. Horn of the Unicorn. Will ich das? Will ich das nicht? Es ist besser als Remote Detonator, aber der hat mir so viel Glück gebracht bis jetzt. Okay, ich nehm's ab. Horn of the Unicorn habe ich schon wieder gesagt. Ich werde es nie verlernen, glaubt mir. Niemals. So, der Boss ist hier oben, garantiert. Na komm, lass... Oh, ich hab's doch gewusst, ich jetzt einsetzen müssen. Okay, das ist riskant. Habe ich eigentlich vollen Speed? Nicht ganz, okay. Das ist auch gut so, ich will nicht vollen Speed haben. Okay, garantiert! So, bitte. Danke, danke, danke. Danke. Und Bombsaki. In den Arcade gehen wir und spielen einmal das hier. Und jagen dann alles andere in die Luft. Zum Beispiel dich und dich. Boom und boom. Natürlich lässt du eine goldene Chest fallen, ist ja klar. Na komm schon. Tu mir das nicht an. Eventuell könnte ich eine Bombsaki benutzen und einen Schlüssel eintauschen. Damit ich den benutzen kann, um die Chest zu öffnen. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Gar, auf keinen Fall. Vor allem, weil ich jetzt einen bekomme und damit gehe ich ganz prompt hier hin und öffne das. Oh mein Gott. Okay. Bomben, danke. Das war ein riesig großer... ihr wisst schon. Hi, Fistula. Ich hoffe, das wird gut ausgehen hier, dass ich nicht zu viel Damage bekomme. Sollte ich eigentlich nicht, aber wie gesagt, ich kann zwar fliegen, aber ich habe keine Spectral Tears. Das heißt, ich muss... zwanghaft von einem Stein runter, damit ich Damage austeilen kann. Komm schon, danke. Oh, oh, oh. Das war knapp. Ich will so gezielt wie möglich die Fistula-Teile ausschalten. Oh mein Gott, Sister Maggie schießt. Tu's. Schieß sie, Sister Maggie. Du kannst es. Sister Maggie. S-I-S-T-E-R. Sister Maggie. Oh, oh. Oh, okay, das ist mir ein bisschen zu eng gerade. Das habe ich letzte Nacht auch gesagt. Okay, ich würde sagen, wir sind gleich fertig. Und hoffentlich bekommen wir kein HP-Upgrade, weil die geben uns ja logischerweise nur ein Spirit Heart. Und das wird sich ehrlich gesagt nicht lohnen. Oh mein Gott, das ist ja noch viel besser. Danke, danke. Und was bekommen wir hier? Guppy's Tale und Lord of the Pit. Lord of the Pit nutzt uns gar nichts. Und Guppy's Tale ebenfalls nicht. Obwohl... Ach komm, okay. Gibt uns erhöhte Chance auf goldene Chests und... naja, mit Bombsaki haben wir eigentlich genug Schlüssel, theoretisch. Das heißt also, falls irgendwas schief geht und wir zu viele goldene Chests bekommen, dann können wir die zumindest öffnen. Ich habe es ja nicht ohne Grund genommen. Wisst ihr was, ich stehe jetzt hier in der Mitte und schieße einfach. Genau, so. Die sollten keine Chance haben. Ich habe zwar auch keine Chance, aber naja gut. Wenn keiner eine Chance hat, dann stirbt auch keiner. Weltfrieden. Wenn keiner angreift, dann stirbt auch keiner. Weise Worte von Axis. Ihr sollt so schnell wie möglich down gehen. Oh mein Gott. Und Horn of the Unicorn braucht gefühlte 5 Jahre, um zu rechargen. Ist natürlich jetzt eine gute Sache. Ach, meine Güte. Lass mich doch mal hier raus. Danke. So. Ihr zwei geht bitte down, so schnell wie möglich. Natürlich ist keiner down gegangen. Ist ja klar. So, danke für die Bombe, danke für die Chest und danke für die Bombe und das auch und das und das und... Bitte lass mich hier nicht down gehen. Ich hab's doch gewusst. Vielleicht hätte ich doch nicht... Oh mein Gott! Einfach schießen. Einfach stehen bleiben und schießen. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich sowas überleben kann. Okay, das war ein... Das war kein gutes. Das war kein gutes. Garantiert nicht. Kann ich nicht nehmen. Und ihr... Euch will ich... Ich will es gar nicht rumschlagen. Deswegen... Natürlich kein Drop. Absolut kein Null-Drop. Ist ja klar. Man gönnt mir ja sonst nichts. Und den Typen, der Fliegen spawnt, so schnell wie möglich ausschalten, dabei Schaden bekommen, anschließend verrecken, das Spiel deinstallieren und dann anschließend Golden Gate Bridge von ganz oben. Boom. Und natürlich wieder kein Drop. Ist ja nicht so, als ob ich Schlüssel bräuchte.
Ich werde jetzt nach dem Raum hier. Wenn ich keinen Schlüssel bekomme, dann werde ich Bombs Key benutzen. Aber erstmal gehe ich in den Item Room. Item Room. Nein, in den Secret Room hier. Natürlich kein Schlüssel. Und was ist hier drin? Ein Eternal Heart. Nützt uns rein gar nichts, aber... Naja. So. So, jetzt bekomme ich Bombs Key. Und wir bekommen Bombag. Nützt uns rein gar nichts, obwohl wir jetzt null Bomben haben. Aber naja, gut. Hoffentlich überlebe ich lang genug. Oh, okay, was tue ich jetzt? Erstmal das Feuer abschießen. Ich warte einfach mal ein kleines bisschen. Das Herz könnte sich eventuell... Okay. Das kann ich behutsam angehen. Einfach aufs Herz schießen. Wiederholt. Und warten, bis die Masken vorbeifliegen. Uah. Okay, Maske. Ich will mich nicht mit dir anlegen. Und du, Feuer, du solltest... Danke. So, jetzt ist mir schon viel lieber. Genau, und jetzt renn auch ins Feuer rein. Einfach reinlaufen. Komm, Herz. Mein Herz ist gebrochen. Na, komm schon. Oh mein Gott, wie viele Hits braucht er? Und natürlich wieder keinen Drop. Rein gar nichts. Man gönnt mir rein gar nichts. Einfach ballern. Einfach ballern und alle drei zum Schießen provozieren. Einfach schießen. Einer schon, wird schon down gehen. Durchrennen. Wow. Okay. Ich würde mal gerne wissen. Oh, wow. Und natürlich wieder kein Drop. Ist ja nicht so, als ob ich Drop bräuchte oder so. Also Spirit Hearts oder sowas. Oh mein Gott, ich werde hier drin verrecken. Ich werde hier drin verrecken. Aber sowas von. Oh, goddammit. Das war's. Okay, beim nächsten Mal bitte kein Blue Baby mehr. 30 Minuten und ich habe trotzdem gefailt. Okay, ja, beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich einen anderen nehmen. Wie wär's mit Samson? Hier. Samson. Besser wär's. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Le Binding of Isaac, Rest of the Lamb. Danke fürs Zuschauen.